Also. Kommen wir mal zu einem richtig alten Brummer hier, ey. Ich bin schon ein bisschen gespannt. Okay, alles klar. 1, 2, 3. Mega. Also, willkommen zu dem nächsten Teil unserer kleinen Reihe, wo wir uns das neue Video mal Go 2 mal anschauen und gegen die alten bekannten Veteranen aus dem eigenen Haus mal vergleichen. Vielleicht ist ein Mikrofon dabei, was euch oder was ihr noch bei euch im Umlauf habt. Und dann schauen wir mal rein. Also heute haben wir, sagen wir mal, eine Mikrofonlegende. Gucken, hier. Schon vorhin beim Auspacken gesehen, unten das Logo. Sieht richtig oldschool aus. So kommen wir nun zum Fazit. Also, ich habe mir das Ganze jetzt mal angehört und man muss schon sagen, ich war positiv überrascht. Ich hätte jetzt bei dem so einem älteren Modell doch Schlimmeres erwartet, um ehrlich zu sein. Es klingt ein bisschen flacher, irgendwie stört es mich mehr, dass da irgendwie die Höhen fehlen. Es ist nicht ganz so gerichtet wie das Go 2. So, nehmen wir dich mal wieder auf die gleiche Höhe. Genau, Klein Veteran, den Vorgänger sozusagen, VideoMic Go 1, der kam, oder das Mikrofon kam 2014 raus und war eins der ersten wirklich transportablen kleineren Mikrofone, die man einfach auf die Kamera stecken konnte und war wirklich eine Neuheit, wurde dann nur wenig später vom Video Micro 1 abgelöst, ein Jahr später, was das Ganze ein bisschen kompakter gemacht hat. Was mich aber hier brennend interessiert, ich persönlich habe dieses Mikrofon noch nie gehört und ich habe mir ehrlich gesagt auch noch nie online irgendwie ein Video dazu angeguckt, deswegen finde ich selber sehr spannend, was hier rauskommt und wie so ein Mikrofon klingt, was Rode vor, ja, was haben wir denn? Wird 8 Jahre alt, das Mikrofon, nicht? Mal gucken, wie sie es schlägt. Ähnlich wie beim Video Micro haben wir hier das Ganze auf so einer damals schon Rycord-Aufhängung, die aber deutlich stabiler durch diese Doppelhalterung, ähnlich wie das jetzt so schon bei den heutigeren oder fast bei allen größeren Rode-Mikrofon gelöst wird. Ich glaube, das Video Micro ist das Einzige, was bloß diesen einen kleinen Bogen hatte, wo man das Mikrofon aufgehangen hat. Das ist deutlich stabiler. Ist natürlich ein bisschen größer, aber egal. Gut. Dann gehen wir mal los hier und schauen uns mal an, was die Mikrofone oder wie die Mikrofone klingen. Wir werden es wieder beim letzten Mal machen. So, dann schauen wir uns mal an, wie die Mikrofone klingen und danach gucken wir uns das mal wie immer im Nachhinein mal fix an, damit ich euch ein kurzes Fazit vorher abgeben kann und dann gehen wir mal ab in den Test. So, wie für die ganze Reihe üblich, werden wir hinten den Buchrückentext von dem Manga Attack on Titan aus dem ersten Buch hinten vorlesen. Der ist kurz und knapp und ich sag mal, wir können dann nachher schön die Mikrofone alle miteinander vergleichen. Sind alle in einer ähnlichen Länge, nicht? Wir haben jetzt hier ungefähr zu beiden Mikrofonen eine gute Handlänge Abstand. So, dann beginnen wir mal. Die Erde gehört riesigen Menschenfressern, den Titanen. Die letzten Menschen leben zusammengepfercht in einer Festung mit 50 Meter hohen Mauern. Als ein kolossaler Titan die äußere Mauer einreißt, bricht ein letzter Kampf aus. Um das Überleben der Menschheit. Für die, die das andere Video nicht sehen, wer von euch ansatzweise irgendwie Manga-Anime interessiert ist, Attack on Titan, gerade frisch fertig geworden, der Manga. Der müsste, glaube ich, jetzt Anfang Februar der letzte Teil rauskommen. Anime läuft gerade auch letzte Season, der zweite Part. Bester Zeitpunkt jetzt anzufangen, für die noch nicht angefangen, für alle anderen. Nehmt es einfach als schönes Beispiel. Jeder mag was anderes, nicht? Also, ich werde jetzt mal rübergehen und werde mir mal so ein bisschen den Ton anhören, wie sich das alte Video Mic Go denn anhört. Dann machen wir ein kurzes Fazit fertig. So. Jo.
So kommen wir nun zum Fazit. Also, ich habe mir das Ganze jetzt mal angehört und man muss schon sagen, ich war positiv überrascht. Ich hätte jetzt bei dem so einem älteren Modell doch Schlimmeres erwartet, um ehrlich zu sein. Es klingt ein bisschen flacher, irgendwie stört mich mehr, dass halt irgendwie die Höhen fehlen. Es ist nicht ganz so gerichtet wie das Go 2, das werdet ihr auch ganz stark hören. Also die sind beide ähnlich weit weg von meiner Lichtquelle hier oben. Nicht? Also das Licht ist, glaube ich, dazwischen ist eine Softbox und sag mal von den Mikrofonen ungefähr, was haben wir denn da? Ich sag mal einen guten Meter weg. Und obwohl das Go 1 weiter links steht, habe ich trotzdem, wird mal richtig hinhören, ihr habt viel, viel mehr von diesem leichten Lüftergeräusch obendrauf. Das habe ich jetzt hier beim Go 1 ganz, ganz leiser, wirklich nur, wenn ich drauf achte. Und würde ich sagen, wenn ihr ein Go 1 noch habt und Lust habt, also meiner Meinung nach lohnt es sich auf alle Fälle, da zu upgraden, einfach mal das Ganze auf den neuesten Stand zu bringen. Ansonsten, vielleicht gibt es auch jemanden, der sagt, Mensch, der Klang gefällt mir vom Go 1, dann, ich sag mal, ihr kriegt es jetzt, glaube ich, relativ kostengünstig mittlerweile. Das liegt, glaube ich, um die 60 Euro mittlerweile. Also, ich hoffe, das hat euch ein bisschen weiterhelfen können und ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dem Video und ihr könnt gerne mal hier, wenn ihr mal solche Videos sehen wollt, die rund um Kameratechnik geht, wird viel Mikrofone machen, was mir im Weg läuft. Wird auf alle Fälle kein Kanal sein, der hier wöchentlich was postet. Wenn es passt, dann kommt hier ein Post. Deswegen Follow lohnt sich auf alle Fälle, weil hier wirklich nicht dauerhaft Content reingespült kommt. Denn ich habe nebenbei auch noch eine Arbeit und man kann nicht die ganze Zeit Videos hierfür produzieren. Wenn ihr wollt, könnt ihr gerne hier folgen. Und dann habt ihr immer ab und zu aktuelle Videos, was halt geht. Mikrofonie ist ein Thema, was ich mal relativ spannend finde und cool finde. Dann Sachen wie Beleuchtung, solche Videos werden wahrscheinlich ein bisschen mehr kommen. Bis hin zu kleinen Kunstprojekten oder kleinen so Nebenprojekten, die ich mache, wenn mir langweilig ist. Und einer kleinen Doku-Reihe, wo jetzt schon, glaube ich, vor 2 Monaten das erste Video rauskam mit der Maria. Das heißt Passions, wo ich mir halt Leute angucke, die halt ihrer persönlichen Leidenschaft nachgehen. Das erste Video wurde ein bisschen lang, zukünftig wird es ein bisschen kürzer werden. Da wird das nächste Video angegangen mit dem guten Phil, der ein wirklich sehr, sehr guter Fotograf und Musiker ist. Also, ich hoffe, es hat Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal. Tschüssikowski. Alles klar.